Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Endlich geht's weiter mit Valheim. Vielen, vielen Dank, dass du ja, weiteren einschaltest. Ich hatte, oder wie man gesehen hat, klar, dass ich eine etwas längere Pause von Valheim jetzt genommen habe. Na, ich habe mir das jetzt für den PC installiert, also für Game Pass, Xbox Game Pass für PC. Ich will mal gucken, wie es ausschaut, wie sich das und ja, ob sich das auch für mich lohnt, auf dem PC weiter zu spielen oder ob ich das lieber auf der Konsole weiter spielen werde. Ja. Und ich muss erstmal wieder an diese Steuerung reinkommen, denn wie man gesehen habt, jetzt wie man klar, wie man sieht, ich habe nichts an. Das liegt daran, ich werde wahrscheinlich auch diese Folge noch separat hochladen. Da habe ich auch erstmal erzählt, warum ich momentan. Ach, guck mal, wir spielen sogar in Englisch. Habe ich. Gibt's hier. Warte, guck, wie man sehen kann: Maus, Tastatur, bla bla bla. Ne? Hier ist doch Englisch. Deutsch, wir brauchen Deutsch. Ne? Dort habe ich auch erzählt, warum ich erstmal vorerst keine Valheim-Videos hochladen werde. Da habe ich auch mehrere Sachen probiert. Unter anderem habe ich auch neue Sachen hergestellt. Zum Beispiel hier die Werkbank wollte ich upgraden. Und weil hier steht ja, wenn ich den Hammer benutze. Wie gesagt, ich muss erstmal wieder reinkommen in Valheim. Na, wie gesagt, ich habe das jetzt, glaube ich, einen Monat nicht mehr gespielt. Hier steht zum Beispiel reparieren. Wisst ihr, was ich eigentlich sagen möchte? Und zwar den Baumodus. Warum ich drücke. Achso, ah, ist der Baumodus. Und zwar wollte ich ja dies hier upgraden. Und zwar. War das hier gewesen? Ne, hier. Na. Hackklotz, ne? Achso, Werkbank hatte jetzt geupgradet, okay, oder? Ich weiß nicht. Hackklotz habe ich. Ich habe extra noch einen separaten Hackklotz hergestellt, ne? Und ist nichts passiert. Ich denke mal, diesbezüglich werde ich ein Video anschauen, ne? Und dann mal gucken, wie ich halt die Sachen oder wie ich das alles verbessern kann. Ich weiß selber, ich bin ein bisschen verpeilt. Ich lasse manchmal Sachen liegen, obwohl die keine Prioritäten haben. Ich bin halt so, das ist halt mein Spielstil, dass ich halt manchmal Sachen liegen lasse oder einfach wegwerfe, die ich dann erst später realisiere. Oder wie gesagt, wie ihr das schon in den Kommentaren geschrieben habt, ich weiß nicht, wer es reingeschrieben habt. Ich verstehe manchmal dein Spielstil nicht. Du schmeißt andere Sachen weg, im Gegenzug lässt es andere, nimmst das mit, obwohl das keinen Wert hat oder so. Wie gesagt, ich gebe zu, ich bin verpeilt. Na, wie gesagt, diesbezüglich wisst ihr jetzt auch Bescheid. Na, und ja, wie lange geht's? Dazu sage ich gleich etwas. Na, hier, wie gesagt, Verbesserung. Ich schaue mir Videos an, diesbezüglich so, wie ich diese verbessern kann. Ob ich irgendetwas Falsches gemacht habe. Na. Und mal gucken. Na, wie gesagt, das werdet ihr dann in den nächsten Folgen dann sehen. Und was habe ich denn hier jetzt? Ja, wie man schon sehen kann, muss ich erstmal wieder in die Steuerung reinkommen. Denn ich habe meine ganzen Sachen abgelegt und die müsste ich eigentlich noch in irgendeiner Truhe hier drin haben. Ich habe die irgendwo hier ganze Sachen abgelegt. Ich weiß aber nicht wo. Na, ich weiß nicht, wo genau. Ah, doch, hier. Sind das die? Ja, das müssten die Sachen sein, ne? Bronze, ja. Beinschutz, Brustpanzer, ja. Das sind die Sachen. Natürlich müsste ich auch erstmal wieder essen. Ne? Wie gesagt, ich müsste erstmal wieder ins Spiel reinkommen. Deswegen. Wie war Essen gewesen? Ich glaube, X drücken, ne? Ja. Zack. Und, ich bräuchte natürlich auch gerne eure Unterstützung. Na, diesbezüglich, wie gesagt, wenn ich irgendetwas vergesse,
Ne, lass gerne einen Hinweis da. Na, dann gehe ich, dann werde ich das in der nächsten Folge dann oder darauf die Folgen dann verbessern. Na. Und ja, du fängst an zu frieren, ich weiß. Ich lege auch die Sachen erstmal ab. Und ich weiß nicht, ob das doch eine bessere Entscheidung ist, dies auf dem PC zu spielen, weil wie ich das jetzt so sehe, es ist dunkel, es ist wirklich dunkel und ich sehe alles. Auf der Xbox hätte ich, glaube ich, gar nichts mehr gesehen. Na? Natürlich spiele ich das in 2K. Ich glaube, auf der Xbox spielt man das in 4K. Ich bin mir nicht sicher. Aber du hast sowieso einen 2K-Aufnehmer. Diesbezüglich fällt das ja sowieso weg. Na? Ja, und natürlich werde ich auch die Sachen hier reinlegen, die was hier zukommen. Wie gesagt, ich müsste auch noch Ordnung. Ich meine, wie man sehen kann, Ordnung ist auf jeden Fall vorhanden. Ne, aber manchmal vergesse ich auch die Sachen. Ich weiß es, ich müsste eigentlich noch. Ja. Noch. Noch Schilder bauen. Diesbezüglich, ne? Zack. Und, ja. Ich weiß, das muss ich auf jeden Fall machen. Natürlich kommt jetzt erstmal alles wieder mit. Zack. Ja, das Holz, denke ich mal, lasse ich dort erstmal drin. Und dann ziehen wir uns erstmal unsere Sachen wieder an. Na? Ja. So, zack, dass wir nicht frieren. Und dann geht es natürlich weiter. Na? Ich denke mal, den Baumodus lasse ich so auch so. Müsst ihr etwas ändern. Und zwar packe ich nämlich hier die Fackel hin. Na, machen wir so. Mal gucken, wie das ausschaut. Ja, du fängst an zu frieren. Ich denke mal, wir legen uns etwas hin. Na. Und ich weiß auch, glaube ich. Ich habe erzählt. Nice, jetzt habe ich mich hingelegt, obwohl ich schlafen wollte. Dass ich glaube ich auch erwähnt habe, dass wir nochmal in den Düsterwald gehen wollten. Dass ich dort auch noch alles abhake. Erstmal so gut wie es geht, alles na, erfällen möchte, wie es geht. Aber ich habe auch, glaube ich, gesagt, dass ich, Entschuldigung, dass ich auch hier weiter die Karte erkunden möchte und muss. Wegen hier, weil hier der nächste Boss Gegner ist. Ne? Ich weiß, hier habe ich auch noch ein paar Dungeon übrig. Ne? Die müsste, ich glaube, ein, zwei Dungeon, wie man sehen kann. Diesbezüglich müsste ich noch angehen. Ja, aber das Problem ist, ja, mal gucken. Ne? Wie gesagt, hier ist ein Portal. Ich müsste eigentlich noch ein Portal hier hinbauen. So dass ich, oder gesagt, mehrere Portale. Ne? Dass ich dann halt mich hier teleportieren kann. Und ja, vielleicht werde ich dann auch erstmal. Ich weiß nicht, ob ich das hier unten vom Haus, ne, ob ich das als Portalstation, kann man das so sagen, Portalstation ansetzen werde. Und zwar, ich weiß nicht, ob man irgendetwas hört. Warte kurz, ich mache mal kurz Pause. Ich mache jetzt mal ein bisschen lauter. Ich glaube, man hört jetzt irgendetwas. Ich bin mir nicht sicher, ob man irgendetwas gehört hat. Weil im PC ist manchmal der PC-Sound etwas leiser als auf der Konsole. Na? Und, nice, jetzt funktioniert gar nichts mehr, doch. Dass ich, wie gesagt, hier ja mehrere Portale hinbaue. Na. Und halt auch. Ja, ich glaube, das mache ich, oder? Oder ein separaten Haus, noch ein separates Haus extra bauen werde. Nur für die Portale. Na.
diesbezüglich. So dass statt immer hin, dass ich mich dort immer hin teleportieren kann. Ja. Zum Beispiel ist ja ein Portal 1. Ich glaube, das brauche ich eigentlich nicht mehr. Ja, weil ich habe ja hier den Düsterwald gefunden. Theoretisch kann ich das den Portal ja bauen. Ja. Und die ganzen Sachen, was ich hier im Portal 1 habe, kann ich dann extra hier bauen. Ja, so dass ich dann die Karte hier etwas erkunden kann. Ja, das könnte ich machen. Ja. Und ich denke mal, das werde ich auch angehen werden. Also ich denke mal, das werden wir angehen, diese Folge. Ja. Und ja, wie gesagt, auch diesbezüglich, wie es weitergeht. Nehme ich überhaupt auf, weil ich sehe bei mir hier Statistik in, warte kurz, bei der OBS-Statistik sehe ich gar nichts, also meine OBS, ah, jetzt sehe ich es, okay. Wollte gerade sagen, ich habe ein Aufnahmezeichen, aber mein OBS war irgendwie weg gewesen, naja, auf jeden Fall, ja, wie geht's weiter? Wie gesagt, ich möchte natürlich Valheim gerne weiter aufnehmen. Na, jetzt habe ich wieder X gedrückt, Sebastian. Wie gesagt, wie man sehen kann, möchte ich jetzt mal wieder in die Steuerung reinkommen. Und wie gesagt, ich weiß jetzt selber nicht, ob das laut leise ist, ob man mich überhaupt hört. Keine Ahnung. Dass ihr jetzt auch Bescheid wisst, dass ich versuche, Valheim täglich aufzunehmen und hochzuladen. Ja. Und wenn man schon im Community-Tab gesehen hat, dass dann auch, wie gesagt, geht das Andreas weiter hochladen werde, weil das habe ich platiniert. Was nach geht das Andreas folgt, weiß ich noch nicht. Ich möchte mich erstmal auf Valheim wieder fokussieren. Gas Station Simulator geht auf jeden Fall weiter. Und auch der Fernbus Simulator. Klar, habe ich auch überlegt, Sebastian, den Fernbus-Simulator erstmal noch die letzten 7 Tage zu spielen. Weil, warum jetzt die letzten 7 Tage? Wie gesagt, die nächsten 7 Tage. Weil das nächste Update vom Bus-Simulator erscheint. Und dies möchte ich auch gerne spielen und hochladen. Ich weiß, die meisten von euch, die Valheim schauen, die schauen, denke ich mal, keine Simulationsspiele. Na? Und ich habe mir auch überlegt, eventuell, sobald geht es an Andreas vorbei ist, na, dass ich dann auch halt dann das nächste Survival-Game angehen werde. Was es wird bezüglich, eventuell wird es Stranding Deep sein oder eventuell Subnautica. Ich bin mir aber noch nicht sicher. Na, denn mit Valheim, Gas Station Simulator und mit dem Bus Simulator bin ich eigentlich erstmal bedient. Na? Und das ist erstmal die erste Folge auf dem PC. Eventuell, ja, mal gucken, ich weiß nicht, wie das ist. Vielleicht werde ich auch lieber zur Konsolenversion wieder zurückgreifen von Valheim. Das überlege ich mir noch. Aber das würdet ihr dann natürlich sehen, ne? Und genau, wie es bezüglich auch mit Dead Island 2 weitergeht, das weiß ich auch nicht. Denn eigentlich hatte ich ja geplant, hier ein paar Story-Games hochzuladen. Aber ich habe gesagt, das kommt eigentlich nicht so gut an, denn das Einzige, eigentlich, was ankommt, was ich auch aufgebaut habe, ist Valheim. Also Überlebensspiel und Simulationsspiele. Deswegen habe ich gesagt, Sebastian, wenn ich möchte auch gerne Story Games spielen. Ne? Also ich bin wirklich, ich liebe Story Games. Und deswegen habe ich auch diesbezüglich einen Zweitkanal. Ne, den habe ich schon etwas länger. Ich habe mir dort überlegt, entweder werde ich dort halt ja reden oder halt ohne kommentieren. Ne, wie gesagt, den werde ich natürlich hier unten in der Videobeschreibung verlinken, dass ihr auch Bescheid wisst, wenn Interesse besteht, wenn ihr Storygames sehen möchtet, dann könnt ihr dort gerne, wie gesagt, vorbeischauen. Ne? Und ja,
Ich sagte, entweder mach ich das ohne Kommentar oder mit Kommentar. Weil mit Valheim, mit Bus-Simulator, mit Gasstation-Simulator und, bin ich eigentlich schon bedient. Und ja, ich denke mal, das ist, denke ich mal, auch so in Ordnung, wenn ich das alles, wie soll ich sagen, ändern werde oder ja, jetzt ist hier, das war mein Handy, ne, aufteilen werde, ne, zwischen den Kanälen, ne, und ja, wie gesagt, jetzt wisst ihr diesbezüglich auch Bescheid, ne. Ich hoffe, wenn ich den jetzt entfernt habe, ja, die Sachen wurden aufgehoben, sehr schön, ne. Ich nehme mal die Werkbank, lasse ich hier stehen. Und ja, wie gesagt, wenn Interesse besteht, kommt gerne dort auf diesen Kanal zurück, ne? Oder abonniert gerne diesen Kanal. Ja, wenn ihr halt Storygames sehen möchtet oder halt ja, wenn Interesse besteht, ne? Und mal gucken, was daraus wird. Denn Fokus soll erstmal auf, klar, Hauptfokus liegt bei mir auf diesem Kanal, denn hier sind mehr Zuschauer, mehr Abonnenten. Auf meinem zweiten Kanal, je nachdem, da ist so gut eigentlich nichts, ja gut, eigentlich nichts los, kann ich nicht sagen, denn dort habe ich auch ein paar Abonnenten, aber ja, naja, wie gesagt, ihr wisst jetzt eigentlich Bescheid, wie es hier weitergeht, ne? Und warum kommst du aus dem Dungeon raus? Ist das Dungeon nicht besiegt? Ich gehe mal kurz rein in das Dungeon. Meine Frage ist, wenn das Dungeon besiegt ist, spawnen die noch welche? Spawnen die immer wieder? Das schauen wir mal nach. Eigentlich dürfen die nicht mehr spawnen, oder? Ist das Dungeon leer? Das Dungeon ist leer, ne? Wie man sehen kann. Hier ist nichts mehr. Ah, guck mal, hier ist ein Pilz. Ja. Wie gesagt, ich muss jetzt mal Steuerung wieder daran gewöhnen. Ja, damit. Eigentlich ist hier nichts mehr, ne? Deswegen frage ich mich, kommt jetzt auf einmal her? Naja, gut. Ist auch egal. Guck mal, hier ist noch ein Pilz. Warum habe ich den nicht mitgenommen? Ja, damit. Naja. Was war... Ach, komm, Sebastian. B war es gewesen. Springen. Und, ja, das soll, wie gesagt, erstmal so ein Informationsvideo sein. So ein Video, wo ich dann mal wieder reinkomme. In Valheim. Na. Und, ja, wie gesagt... Jetzt wisst ihr auch Bescheid, wie es diesbezüglich weitergeht. Ja. Dass ich halt täglich, wie gesagt, ich versuche täglich Videos hochzuladen. Manchmal vergesse ich dies. Ja. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Ja. Und ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht, was ich als erstes machen soll. Soll ich die Welt weiter erkunden? Ja. Ich meine, was ich halt mitnehmen müsste, ist... Oder ich müsste eigentlich nochmal kurz nach Hause gehen. Dort ein Portal setzen. Na? Und dann kann ich gerne die Welt erkunden. Und dann, ja, wo ich gesagt habe, gehe ich dann hier hin. Ja. Und setze dann hier ein Portal. So dass ich dann dort, hier weiter... Na, etwas fortsetzen kann. Wie gesagt, weiter die eine weite Welt entdecken. Na. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das zu laut, ob das zu leise ist, da ich jetzt über den PC spiele. Muss ich halt gucken. Na. Und klar, wie man sehen kann, Maus und Tastatur ist auch vorhanden, wie man sehen kann. Na. Wie ist hier? Maus 2. Leertaste. Was ist Maus 2? Das Ausweichen. Ja.
Deswegen, klar, Maus 2. Ach, das ist ausweichen, okay. Blocken. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht. Okay, okay. Dann, wenn man sehen kann, kann man rein und rauszoomen. Na. Aber wie kann ich zum Beispiel jetzt halt rennen? Deswegen, das weiß ich noch gar nicht, wie man sehen kann. Na. Ich habe jetzt Doppel-W gedrückt, passiert aber nichts, was ich machen könnte, in Einstellungen mal nachschauen. Aber ich weiß, die, ich vergesse das sowieso, wie der hier steht. Sprinten. Und ich halte Taste links. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, dass ich sowieso so gut wie gar nicht eigentlich PC-Spieler bin. Weil ich jetzt gar nicht, was umschalte, Taste links ist, ne? Was ist damit gemeint? Ah, okay, ich verstehe. Und wie kannst du. Ich müsste mir, wenn überhaupt, müsste ich mir eine Liste anlegen. Wie ich zum Beispiel ja, die. Oder ich müsste mir einen Screenshot machen, nebenbei aufhalten, auflassen, ne, wie halt die Steuerung ist, weil ich werde die auf jeden Fall vergessen, safe. Ne. Und ja, auch ja, ich werde erstmal für diese Folge natürlich mit den Controller bei das Spielen. Na. Theoretisch kann ich die Maus und Tastatur auch an Konsole festigen. Na. Ja, die Series X unterstützt das ja. Na. Ich glaube, das müsste auch eigentlich ein Fall sein, müsste die das unterstützen. Weil ich meine, Minecraft unterstützt das. Na. Auch in mehreren Spielen schon. Maus und Tastatur, ne? Auch ein Warframe, glaube ich, war es gewesen. Und, ne? Und, ja, wenn ich, glaube ich, erstmal in die Steuerung von Maus und Tastatur reinkomme, glaube, dann wäre das, glaube ich, viel einfacher in Valheim. Ich bin mir diesbezüglich nicht sicher, ne? Deswegen, hoppala. Ich, wie gesagt, kehre erstmal nach Hause zurück. Sagt dort werde ich dann. Ich weiß nicht, ob das von der. Ist das viel zu hell? Ich weiß nicht. Also ich habe keine Ahnung. Erstmal zu, wie gesagt, zurück. Na, guck mal, wir werden angegriffen. Und dort ein Portal bauen. Und dann gerne die Welt erkunden. Na. Zack. So, dass ich hier mal wieder heimkommen kann. Heimkehren kann. Baumodus. Ja, ich verwechsel das immer, Baumodus. Wie man sehen kann. Na. Und springen. Okay, aber wo stelle ich, wie gesagt, wo stelle ich dich hin? Wie kann ich dich rotieren? Da steht es. Stelle ich dich hier hin? Platziere ich dich hier hin? Jetzt gucken wir, ob das die richtige. Ja, es müsste eigentlich passen. Ja. Platzieren. Also, das bedeutet, ich müsste noch zwei Kerne mitnehmen: Augen und Edelholz. Ja. Das mache ich auch. Ich weiß auch, dass. Warte, komm her. Edelholz. Okay. Warte, ich muss mal kurz nachschauen. Ja, von den Augen habe ich eigentlich genug. Erstmal. Wo hab ich denn hingepackt? Sind die hier? Nee. Wo sind die denn? Ach, da sind sie doch, ja. Ich sag 50 Stück. Na, Stapel. Nein. Super, Sebastian. Ja, perfekt. Aufteilen. Stapel teilen. Ich brauche nur 10 Stück.
Zack. So. Haben wir die Augen. Die Trophäe kannst du ja wieder platzen. Die brauche ich nicht. So, die Augen waren es gewesen. Ja. Wo sind die Steine oder die Kerne? Weiß ich nicht. Ich meine, davon wären auch eigentlich genügend. Müssen eigentlich dort gewesen sein. Da sind sie doch. Ja, mehr als genug. Ja, ich sag zwei Stück. Mal mitnehmen. Und wie gesagt, Edelholz. Ja. Ich glaube, Edelholz war hier gewesen, ne? Nee. Gut, dann müssen wir erstmal nach Dings reisen. Ja, ich habe auch wieder vergessen, was Edelholz ist. Wie gesagt, ich vergesse immer diese Arten, was das für Bäume sind. Ne, auch diesbezüglich nehmt mir dies nicht. Ja, wie gesagt, ich vergesse manchmal, welche Arten das sind. Ne. Wie gesagt, ich bin verpeilt. Ne. Jetzt zum Beispiel auch hier Edelholz. Ne. Oder hier, wir haben Kiefer. Ne. Wie gesagt, diesbezüglich Entschuldigung. Ich kann dafür nichts, ne? Ich kann die ganzen Baumarten, ich meine, so viele Baumarten gibt es ja hier nicht im Spiel. Vergesse ich halt immer. Ne? Zack, weg damit. Das war jetzt Kernholz. Ich glaube, Edelholz ist das andere gewesen. Ist der weiße Baum gewesen. Ja, gut, sowas fängt schon mal sehr gut an. Ich glaube. Schau mal kurz nach, hier in der Truhe. Hier Holz. Nee. Nicht das, was ich brauche. Zack. Und ich weiß gar nicht, was ist das für ein Portal? Ich glaube, das müsste Portal 2 sein, ne? Portal 1 behalte ich dann erstmal. Sondern Portal 2. Würde ich hier dies Portal 1 nennen. Na. Zack. Okay. Habe ich kein Edelholz mehr? Ich glaube nicht, ne? Ich habe kein Edelholz mehr. Doch, hier ist noch Edelholz. Ja, sag mal. Ich habe gesagt, ich muss, ja. Ordnung reinkriegen, ne? Was sehe ich direkt? Edelholz. Wir brauchen nicht so viel. Ich glaube, 20 Stück waren es gewesen, ne? Ich schau mal kurz nochmal nach. Vom Portal. Das Portal, ja, 20 Stück. Was wir auf jeden Fall auch brauchen. Klar, Nahrung. Ne, bekommen wir unterwegs. Ne? Und auch Ausdauer. Wie gesagt, ich glaube, Honig. Müsste ich eigentlich. Kurz. Ja, damit nehme ich mit. Ja. Ja. Zack. Kann man kurz nochmal nachschauen. Beeren. Was da welche vorhanden sind. Welche Truhe. Ja, Samen, Samen, Samen. Ja, Brechbeeren. Ich kann es vergessen. Na. Ich schau kurz nach. Okay. Wir müssen auf jeden Fall essen. Aber ich habe, glaube ich, auch nichts mehr zu essen. Also ich meine, Fleisch, ne? Diesbezüglich. Und was ich auch machen muss. Natürlich alles reparieren. Na. Na. Zack. Wie gesagt, aufwerten. Ja. Na, wie gesagt, da. Muss ich mal gucken. Was haben wir noch hier? Bronze, Steinkolben.
Ja, Spitzhacke habe ich hier. Vielleicht noch das Schild. Vielleicht eventuell noch das Schild mitnehmen. Aber keine Ahnung. Ich denke mal, das ist so in Ordnung. Ja, Bronzenägel. Das war auch, glaube ich, ein Tipp gewesen, ne? Dies sollte ich bauen. Wie gesagt, hier irgendwo rein platzieren. Sodass da feste Konstruktion ist. Oder so. Irgendwie in der Art. So in dieser Richtung. Na, warum liegt da oben Holz? Und, ja. Diesbezüglich werde ich auch noch angehen. Na. Aber ich denke mal, wie gesagt, das ist so erstmal in Ordnung. Mein Heim, mein Zuhause. Ja. Und da würde ich sagen, gehen wir in die weite, weite Welt. Wie gesagt, erkunden wir die Welt. Na, ich muss kurz doch mal den Bogen, wie ich sehe, reparieren. Ich meine, wir haben genügend Pfeile erstmal. Das reicht locker. Na. Boah, krass, das ist jetzt ein Troll. Ey, das wäre jetzt gewesen, wenn hier ein Troll rumläuft, ne? Da habe ich schon mal. Komm her, Schwein. Zack. Gesagt. Ich glaube, das ist diese Richtung. Ja. Ich sag, da werde ich erstmal ein Portal setzen, sodass ich dort rein und rausgehen kann. Natürlich müsste ich erstmal auch diesbezüglich, glaube ich, ein Haus bauen. Ich weiß nicht, ob die Feinde auch die Portale zerstören können. Aber ich glaube schon, ne? Ob hier ein Gräuling. Ich denke mal schon, dass der ein Portal zerstören kann. Da ist noch einer. Ja. Komm her. Ich bin mir aber nicht sicher, ne? Sag diesbezüglich, ich müsste mich natürlich auch ein bisschen mehr um Valheim mich noch mehr informieren, ne? Oder wie gesagt, ihr helft mir gerne dabei weiter. Weil bis jetzt habe ich auch kein weiteres Video geschaut. Ich habe mich null erkundigt mit Valheim, ne? Das ist so geblieben, ne? Und, ja. Guck mal, da kommt schon der nächste. Wo habe ich das Schwert weggepackt? Zack. Ja, ich möchte jetzt auch diese Folge nicht lange. In die Länge ziehen, sagen wir mal so. Ist jetzt ein paar Wörter entfallen. Ich weiß nicht, was ich jetzt genau sagen wollte. Und ja, wie man schon sehen kann, ich bin ein bisschen auf jeden Fall, auf jeden Fall vorhanden, ne? Also, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Und ich denke mal, ich weiß nicht, ob man das in der letzten Folge gesehen hat, dass, wo ich dort oben die Welt erkundigt habe, dass da ein Dorf ist. Ich sag, mehrere Häuser. Ich sag, dies könnte ich auch nutzen und dort das Portal reinsetzen, herstellen und dort dann hin platzieren. Na? Was ist das denn? Ist das ein neuer Hinweis? Schluff. Doch, das müssen neue Kreaturen sein, ne? Die, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Hier ist ein Schwein. Aber was da oben auch bei diesem Dorf ist. Ist das ein Dorf, wo die ganzen, oder gesagt, wo die mehreren Häuser stehen? Da ist auch, oder wie man auch gesehen hat, dass dort auch in der Nähe irgendwo ein Dungeon sein muss.
Na, weil dort auch mehrere was war es gewesen? Mehrere Reste lagen. Und ich glaube auch Knochen lag, nicht Knochen. Auch Hirschfell, glaube ich, war es auch gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Aber das haben wir, glaube ich, in der letzten Folge gesehen. Ja. Naja. Da sind wir auch schon. Da sind noch mehr Schweine. Das ist eigentlich sehr gut. Kannst ein bisschen vertragen, ja. Wie gesagt, wenn ich dann hier das Portal umbaue. Weil hier lagen auch mehrere Reste vom Schwein, ne? Oder waren die dort oben gewesen? Keine Ahnung. Ja, ich werde erstmal was essen. Na. Ja. Auf jeden Fall habe ich noch was mit dabei. Ja. Magen ist voll. Sagt, vielleicht werde ich dort das Portal hinsetzen. Ja, mal gucken. Irgendwo, wo mehrere Häuser sind. Ja. Guck mal, hier ist alles Grasland. Wie ist alles vernebelt, das ist krass, ne? Ganz Nebel zieht auf. Wie gesagt, bitte, wenn jetzt das Spiel etwas lauter ist, entschuldige ich mich diesbezüglich. Wie gesagt, der PC-Sound und der Konsolensound ist bei mir etwas anders, ne? Das werde ich erst in der nächsten Folge erstmal selbst dann anhören. Ja. Ich denke mal, wenn dies so sein sollte, hört ihr das sowieso. Hier ist Düsterwald. Ja. Aber auch nicht so viel. Okay. Aber auch interessant da. Kommst du her? Hier muss irgendwo ein Dungeon sein. Na, das ist sehr gut. Oder habe ich den sogar schon markiert? Kommst du denn her, Skelett? Okay. Dann ist doch, glaube ich, nicht verkehrt. Ist doch schon mal sehr gut, dass ich dann... Oder ist es dort? Weil dort habe ich irgendwas markiert, aber ich weiß nicht, was es ist. Ist das sogar das Dungeon? Nein. Okay. Ich sehe es dort. Düsterwald. Na. Sagt, das ist sehr gut. Ich glaube, das habe ich markiert, weil die ganzen Häuser hier sind, ne? Ich glaube, das war es gewesen. Schau mal kurz auf die Karte. Es könnte eigentlich perfekt sein, wenn ich das Portal hier baue. Ich meine. Gut, ist jetzt nicht allzu weit, ja, entfernt von zu Hause, von meinem Heim. Aber ich kann mir vorstellen, wie gesagt, hier das Portal hin zu platzieren. Also die Werkbank. Na, hier schön erstmal ein großes Haus bauen. Und dann, dass ich immer hin und her teleportieren kann. Na. Vielleicht sogar hier rein. Nee. Ja. Naja. Schauen wir kurz mal hier lang. Wo geht's hier lang? Oh, was haben wir denn hier? Okay. Nichts. Normale Pilze. Hier ist wieder der Düsterwald, oder? Ist hier wieder der Düsterwald?
Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall diese Wasser. Okay. Ja, wenn ich was bauen möchte, muss ich auf jeden Fall schon mal Holz packen. Ich denke mal, sobald ich dann das Haus, ja, geeignetes Haus, Unterschlupf gebaut habe, nice, werde ich dann erstmal die Folge beenden. Ja. Und dann, wie gesagt, denke ich mal, geht es in der nächsten Folge dann weiter. Guck mal, hier ist sogar ein Haus. Oh, dies könnte ich aufpimpen. Ich habe kurz nach auf der Karte. Ja. Soll ich das schon mal hier hinbauen? Ich weiß nicht, ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Na. Diesbezüglich. Ja, ich meine, ich könnte das Portal hier hinbauen. Na. Und dann ein weiteres Portal auch nochmal hier irgendwo hinbauen, sodass ich Stück für Stück vorankomme. Na. Dafür brauchen wir erstmal eine Werkbank. Na. Zack. Ich stelle sie erstmal hier an. Ich stelle sie jetzt einfach hier hin. Ne? Und Werkstation erforderlich. Ja. Zack. So. Wie gesagt, dann werde ich jetzt das meiste einreißen. Zack, entfernen. Hier noch eine Wand hinbauen. Na. Na. Zack. Ja, Boden ist, wie gesagt, mir erstmal egal. Na. Hauptsache, ich habe eine Wand. Na. Das ist mir das Wichtigste. Ist am wichtigsten. Na. Haben die die Steuerung geändert? Ich glaube schon, ne? Ich merke auf jeden Fall, die haben die Steuerung geändert. Ja. Das merke ich auf jeden Fall raus. Das merkt man. Ja, weil das war komplett anders gewesen. Steuerung. Das merke ich, ne? Weil hier rotieren. Und das war nicht so gewesen. Das haben die auf jeden Fall geändert. Ja. Das merke ich. Ja. Weil das ist jetzt, glaube ich, viel einfacher. Na. Wie gesagt, das ist ja auch noch im Game Preview. Na. Also wie gesagt, das ist ja in der Spielvorschau, in der Beta für die Xbox. Na. Diesbezüglich. Zack. So. Dann würde ich jetzt den Baumodus. Deswegen, der Baumodus war, glaube ich, auch auf. Ich glaube, da war B gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Oder war da A gewesen? Ich weiß es halt nicht, ne? Da wird ich Strohdach, denke ich mal. Ja, das hätte ich auch eigentlich lassen können. Ja. Wäre das jetzt viel einfacher, zu rotieren. Zack. Ja. So. Dann werde ich jetzt noch 45 Grad hier anbauen. Zack. Zack. Hauptsache, wie gesagt, es reicht für das Portal.
Na, Voraussetzung fehlt natürlich. Ist klar, Holz, ne? Aber Holz haben wir genug. Ja. Und wie gesagt, können wir durchaus mal. Nein! Sehr gut. Die Folge beenden, nur sobald das Portal steht. Und dann erstmal gucken, wie das bei euch ankommt, ne? Ja, wie gesagt. Hoppala. Nein, 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 bleib hier, bleib. Ja, gut, daneben nicht. Daneben nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, dort runter zu rennen. Ja. Ja. Zack. Und das Gute daran ist, weil ich hier jetzt auch ein Portal hier habe, kann ich auch mehr Holz nach Pala. Also mehr Holz. Das normale Holz auch dann transportieren. Ja, klar, könnte ich auch eigentlich in Düsterwald. Ich habe auch in Düsterwald ein Portal. Ja. Ja, Sebastian. Ich glaube, das ist keine gute Idee. So, Holz zu hacken. Ich müsste mir eigentlich noch eine Markierung machen, wo noch ein Düsterwald ist. Man hat ihn ja gerade gesehen. Ja. Ja. Klar müsste ich auch dorthin hinein. Ja. Denn da ist ein Dungeon, wie man gesehen hat. Also man hat es gesehen. Da sind Skelette. Ja. Und wie gesagt, wo die Skelette sind. Da sind auch Dungeons. Ja. Das müsste ich eigentlich noch weiter erkunden. Hier den Düsterwald. Aber alles. Ja, nach und nach. Wie gesagt, ich habe Zeit. Ne. Ja, muss nicht alles schnell erkunden. Ne. Nein. Oh. Sehr gut, Sebastian. Ja. Weg mit dir. War klar, dass ich Besuch bekomme. Habe ich schon gehört. Ja. Zack. Ich glaube, das ist doch in Ordnung, wenn ich dann... Doch lieber. Ist, glaube ich, in Ordnung, dass ich hier ein Dings baue. Ja, ein Haus. So, dass sie nicht reinkommen. Ja. Also, so, dass sie halt nicht das Portal zerstören. Ja, das ist jetzt auch egal. Ich habe mal kurz den Baumodus an. Kann ich Drohdach eigentlich? Kann ich das schon hier raufsetzen? Ich weiß nicht. Glaube nicht, ne? Ich müsste noch etwas anderes bauen. Das war wieder die falsche Taste. Ja. Zack. Müsste es eigentlich halten. Na. So. Dann bräuchte ich noch das andere. Ja, Holzwand, die andere Holzwand. Zack. Müsste eigentlich erstmal reichen. Wie gesagt, ich will auch hier nichts Großes bauen. Na, dann ist einfach. Ja, perfekt. Na, du sollst nach da oben.
Von mir aus kann ich es auch schräg ansetzen, also mir ist es eigentlich egal. Ja, was habe ich jetzt ausgewählt? Warum? Ich verstehe das nicht. Warum kommst du noch nicht? Jetzt. Zack. So. Ja, das ist falsch. So. Sehr schön. Ja. So, dann bauen wir mal das Portal. Erstmal die Werkbank wieder weghauen. Ja. Diesbezüglich, die kommt nämlich hier an. Zack. So, und das Portal, wie gesagt, das kommt dann. Zack. Ja. Das heißt, ich kann ein bisschen kommen, ne? Zack. So. Dann Verbindung setzen. Eins. Okay. Hab ich doch. Nice. Sehr schön. Und dann, wie gesagt, werde ich die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wenn ihr auch eine Bewertung da gelassen habt, auch einen Kommentar, auch diesbezüglich vielen Dank. Und da würde ich sagen, bis zur nächsten Folge von Valheim. Bis dahin. Na gut, passt dies raus. Sag bis zur nächsten Folge. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Ich denke mal auf jeden Fall die Welt, die Karte weiter erkunden. Da steht fest, auch nochmal in Düsterwald da kurz reingehen. Diesen markieren. Ja. Gucken, wo da noch weitere Dungeons sind. Ich glaube, das war der hier gewesen. Ja, hier Düsterwald. Ein kleiner Abschnitt. Na. Oh, jetzt habe ich das Portal vergessen zu markieren. Ich glaube, das war hier gewesen. Naja, wir werden es auf jeden Fall nochmal sehen in der nächsten Folge. Ich sag mal gut, ich bin raus. Bis dann. Lasst mir gerne Feedback da. Na. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.